muss immer wieder das Selbstdenken. Es ist immer etwas, was du selber erschaffen musst. Und dazu musst du dich inspirieren lassen. Es ist nur eine kurze Ergänzung zu den vorhergehenden Selbstgesprächen. Die Sache mit dem Panga und mit dem Penga. Ich sage immer wieder, du musst bereit sein, was zu opfern. Das heißt, du hast eine gewisse Logik und in die Freiheit kommst du, wenn du deine Logik verlässt. Und nicht, wenn du das machst, was dir deine Logik vorschreibt oder was du willst, weil du immer einseitige Ziele anstrebst. Bei Holofeeling dreht es sich nicht, ob du das tun sollst oder nicht tun sollst. Du musst sehr bewusst sein, ob du Kategorie 2 oder 1 Fragen hast. Wenn du in der Kategorie 3 lebst, in der wirklichen Synthese lebst und nur noch schaust, ohne was zu bewerten, auch zuschaust, was du magst und dir bewusst machst, warum du das magst. Und jetzt kommt der Trick. Ich habe gesagt, wenn du ein Banker bist, musst du dich striegeln und anständig sein, seriös sein. Wenn du ein Banker bist, musst du wie ein Banker zerschlissen und wie ein Assi rumlaufen, wie man das so schön sagt. Okay, jetzt habe ich dir ein Prinzip gegeben. Aber der Witz ist, in dem Moment, wo du jetzt das Gegenteil von dem machst, was deine momentane Logik dir vorschreibt, weil du dir jetzt ausrechnest, dass du dann aus deiner Logik rauskommst, ist es Kaufmannsdenken und dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Kaufmannsdenken funktioniert nicht, weil das schon wieder ein Wollen ist. Ein Wollen, ja. Einer Einseitigkeit. Die Synthese ist keine Einseitigkeit. Der Zustand des absolut wertfreien Beobachters, der nur schaut, was in ihm passiert, ohne das zu bewerten, der seine Bewertungen, seine Wünsche anschaut, was er alles will, ohne das zu bewerten oder was dran verändern will, dann bist du eigentlich schon da, wo du hin willst. Wo du eigentlich schon immer bist. Wo du gar nicht hinkommen musst, sondern es geht ja um diese bewusste Bewusstwerdung. Und solange du noch was erreichen willst, das höhere Bewusstsein, den inneren Frieden und irgendeine Technik ansetzt, zum Beispiel die Technik, das Gegenteil von dem zu machen, was deine Logik dir vorschreibt, weil der Udo gesagt hat, du musst das Gegenteil machen. Das musst du zuerst einmal zulassen. Und wie gesagt, die Fragen stellen sich überhaupt nicht mehr. In dem Moment, wo du diese Position hast, dass du schaust, wie du werdest und dir bewusst machst, warum du das machst, was du machst. Und dann wirst du feststellen, du bist ein getriebenes Tier, getrieben von deinem Ego. Selbst dann das Gegenteil zu machen von dem, was das bisherige Ego dir vorgeschlagen hat, ist nicht beide Seiten gleichzeitig. Uns interessiert ja nicht die oder die Seite, sondern dual, der Mittelpunkt selber. Das wird immer mehr in dir wach werden. Es ist ein Spiel, das spielst du ganz alleine. Übrigens jetzt diese einstürzenden Neubauten, neoneuen Bauten, die Texte, ich habe noch Copyright Jahwe. Du wirst irgendwann einmal begreifen, dass ich immer wieder sage, du bist zurzeit ein träumender Geist, symbolisch gesetzt. Alles, was du denkst, ist nur, wenn du es denkst und genauso wie du es denkst. Die Ursache dafür ist der Maler. Und der Maler ist jetzt auch was Ausgedachtes. Das ist das, wo ich sage, ich steuere dich ja. Das ist prinzipiell, sobald du dich konzentrierst, zum Beispiel auf die Offenbarungsschriften, um das zu verstehen, versuchst, diese Widersprüche zu vereinigen, dass du in die Mitte kommst, dann wirst du extrem abgelenkt von diesen ganz normalen einseitigen Wünschen. Das ist die geistreiche Ablenkung. Okay, das muss dir ja gesagt sein. Jetzt lassen wir es gut sein. Tschüss. Tschüss.